Schon allein wegen dem Namen nicht. Schaff die Minigun ab. So, ein bisschen auf den Kopf halten. Wenn ich dann treffe. Nicht auf den Hund. Das macht dem Hund ganz böse Aua. Ich habe schon gedacht, er wäre tot. Komm schon. Kritischer Schleichangriff auf Dogmeat. Das war jetzt nicht wirklich meine Absicht, aber er hat schon wieder volle Energie. Was ist denn das für ein Drecksköter? Und die können wir mitnehmen. Die ist in guter Verfassung. Hm. Ja, da hinten ist noch ein Gegner. Was machen wir jetzt? Stürmen wir rein? Ohne Rücksicht auf Verluste? Nein, machen wir nicht. Denn direkt vor uns ist auch einer. Hallo. Einfach mal draufhalten, voll auf die Birne. Nein, heil dich. Wow, das war knapp. Das war mehr als knapp. Also einfach draufhalten, so ist zwar eine gute Idee, man sollte auch treffen. Nicht so wie jetzt zum Beispiel, die meisten gehen daneben. Wieso greift der Hund nicht an? Dafür habe ich dich. Ach, er hat noch gar nicht fertig nachgeladen. Ach ja, Isaac 3 inzwischen. So. Das war's endlich mit dem Herrn Supermutanten hier. Und du lebst noch. Ja, schön, ich bin fast tot. Dich nehmen wir auch mit. Sehr gute Verfassung, das Sturmgewehr. Kurz räuspern. Mir hängt schon wieder was im Hals. Wir haben noch 8 Minuten Aufnahmezeit. Und da hinten wird schon wieder Krieg getrieben. Ich würde mal sagen, wir schleichen ein wenig. Wir stehen zwar schon auf Vorsicht, aber auf Vorsicht ist noch lange nicht alles verloren. Ich hoffe einfach mal, wir bleiben noch ungesehen. Die sollen sich in Ruhe ein bisschen niedermetzeln. Das erspart uns Arbeit. Und wir wurden gesehen. Nehmen wir mal den Raketenwerfer. Wir wurden doch nicht gesehen. Okay, du nimmst dir den vor. Nee, ich nehme mir den vor. Wenn ich genug Abstand habe und der Hund auch. Kommt anscheinend nicht mehr vor. Oh, Dogmeat, geh weg. Fuck, der Hund kackt ab. Ich brauche irgendwas Starkes. Sturmgewehr, chinesisches Sturmgewehr. Ah, schneller. Ja, Dogmeat ist noch in guter Verfassung. Was ein Glück. Hier sind irgendwo noch mehr Gegner. Das ist schlecht. Dogmeat ist voll auf Aggro. Schlachtet mal eben alles ab. Supermutant tot. Okay. Er erholt sich auch wieder. Medex, Splittergranate, Tell- und Kampfrüstung. Ja, und an der Stelle speichere ich nochmal, weil ihr habt schon gesehen, der Hund verliert immer und mehr Energie und ich habe echt keinen Bock, dass er abkackt. Das wäre schade. Verschlossen, schwer. Was ist eine schwere Tür schon für uns? Ja, oder eher gesagt, ein schwer verschlossenes Schloss. Und ich muss mal ein bisschen mehr auf meine Haarklammern acht geben. Noch weiter so? Tatsache. Oh, ein kleines Paradies, oder? Ja, Erste-Hilfe-Kästen. Nikola, Tesla und sie. Ich glaube, das gibt's reparieren plus Superkleber. Wenn das echt reparieren plus gibt. Energiewaffen, schade. Naja, wir versuchen jetzt mal. Können wir nicht reparieren, schade. Ich höre heute mal auf einen Tipp. Ich klaue mir jetzt eine Talon-Rüstung. Benutze die. So. Hallo, Talon-Rüstung. Ja, ist auch nicht viel besser. Ich lasse die mal liegen. Naja, verschwinde die nur Platz im Inventar. Ja, und ich meine, ja, hier gibt's wieder Gemetzel. Mich hinstellen, weil sonst treffe ich seine Würmer nicht. So. Dogmeat haut voll rein. Und wir sehen schon, dahin ist ein Behemoth.
Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dann nehmen wir unseren Raketenwerfer für. Obwohl eigentlich unsere Kampfflinte, der Alien Blaster auch sehr gut wären. Hallo Behemoth. So, ein bisschen mit dem VATS drauf. Und es zieht überhaupt nicht viel ab. Und einer von den kleinen Spinnern hier, der Talon Company, hat einen Fatman. Sehr ätzend. Nein, nicht auf meinen Köter! Dogmeat, du musst weiterleben. Was soll denn das? Der Hund hat doch keine Chance und ich auch nicht. Ich komme nicht zum ins Menü gehen. Sehr ätzend. Alien Blaster. Dogmeat ist tot. Spielstand laden. Ich möchte einen intakten Dogmeat haben. Damit das klar ist. Alien Blaster. Hallo Alien Technologie. Und er hat den Fatman. Fuck. Ja, wir lassen sie erstmal ein wenig metzeln. Ja, und er läuft wieder mitten da rein. Und wir verschwenden voll die Munition. Treffen aber. Und ein riesiger Aschenhaufen müsste dort entstehen. So, dich haben wir auch. Wo ist der Fatman? Gut, hier. Wert 0 ist quasi am Arsch. Mitnehmen. SR-15 lohnt sich nicht. Was soll das? Wieso tust du mir das an? So, wir haben genug Alien Blaster Munition verschwendet. Wir greifen wieder zum chinesischen Sturmgewehr. Durchsuchen mal hier die Überreste. Nehmen wir mal mit. Mark 4 Geschützturm. Leider außer Funktion. Wenn wir ihn neu programmieren, schießt er auf alles. Auch sehr nutzlos. Ich habe keine Ahnung, was der Mist soll. Sehr viel Munition. Lasergewehr mitnehmen. Kann man immer gut verkaufen. Mikrofusionszellen, sehr wertvoll. Mini-Atombombe, auch sehr wertvoll. 18 Raketen, auf jeden Fall wertvoll. Splitterminen. Eine Rakete hat den Wert von 50 Kronkorken, Leute. Das ist eine reine Goldgrube, wenn man davon genug hat und willig ist, sie zu verkaufen. Was willst du denn? Was willst du denn? Zwei. Ach, das sind mehrere. Na dann. So. Euch kann ich feige von hinten erschießen. Kanonenfutter quasi. Wo rennen die hin? Ja, den anderen habe ich aus meinem Radar verloren. Ist ja auch egal. Hier war irgendwo was. Ich weiß nur nicht mehr was. Huch. Nur eine Lampe. Oh, wir haben jetzt gleich auch die Zeit überzogen. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt gleich auch beenden. Ich sag schon mal, morgen keine Fallout-Videos. Morgen zwei Crisis-Videos. In der Woche habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Meine Ferien sind leider vorüber. Genau das war hier. Aber wie gesagt, bringt uns nichts. Geschützsteuerung. Also, ihr habt gehört, was ich gerade gesagt habe. Das war's für heute mit Fallout 3. Morgen zwei Folgen Crisis. Dann werde ich mal wieder die nächsten Termine für Let's Play Together Diablo 2 festlegen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich.